Gaspreisbremse und konzertierte Aktionen. Darüber will ich sprechen mit Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Makatsche. Herr Liebing, wir haben eine Sache eben im Beitrag auch gehört. Standortzusagen müssen Unternehmen geben, die von dieser Gaspreisbremse profitieren wollen. Was halten Sie denn von der Bedingung? Es ist einerseits verständlich, dass der Staat, wenn Steuergelder bewegt werden, dann auch Bedingungen formuliert. Auf der anderen Seite ist es aber für uns als Versorger in den Stadtwerken wichtig, wenn wir dies umsetzen sollen, dass das auch praktikabel ist und damit nicht ein unnötiger neuer Aufwand entsteht. Wir selber können das alles nicht prüfen. Dann muss dies vorab gelagert durch staatliche Instanzen abgewickelt werden. Inwieweit könnte da denn zusätzlicher Aufwand entstehen? Das müssen Sie mir erklären. Wie sollen Versorger jetzt prüfen, ob die Vereinbarungen, die von Unternehmen betriebsintern im Aufsichtsrat festgelegt werden, den staatlichen Bedingungen entsprechen? Das ist nicht die Aufgabe von Versorgern, sondern das ist dann staatliche Aufgabe, das zu prüfen und dann den Versorgern zu sagen, okay, das, was das Unternehmen gemacht hat, das entspricht unseren staatlichen Vorstellungen, den politischen Vorgaben. Und dann könnt ihr auch das Gas und die Fernwärme zu günstigeren Bedingungen liefern. Und wichtig ist ja auch für die Versorger und die Stadtwerke, dass die staatlichen Leistungen, die Subventionen vorab bei den Versorgern auch auf dem Konto sind, weil die das nicht zwischenfinanzieren können. Wir sprechen hier über hohe Milliardenbeträge. Die Expertenkommission, die sogenannte, die will ja ihre Ergebnisse oder ihren finalen Bericht erst heute im Laufe des Tages vorstellen. Da soll auch drinstehen dann, dass beispielsweise Boni und Dividenden weiter ausgezahlt werden dürfen. Punkt Nummer zwei, über den ich mit Ihnen sprechen möchte und Sie fragen will, wie finden Sie denn das? Da muss ich ganz offen sagen, das ist nicht das Thema jetzt der Versorger und der Stadtwerke darüber zu entscheiden. Das ist eine politische Vorgabe und eine politische Diskussion, die dort entschieden werden muss. Wir als Versorger, als Stadtwerke haben ein Interesse daran, dass es zu schnell wirksamen Entlastungen kommt. Für die privaten Haushalte genauso für die gewerbliche Wirtschaft. Denn wir haben auch Sorge davor, dass viele Kundinnen und Kunden die hohen Preise nicht mehr bezahlen können. Wenn dies zu massiven Zahlungsausfällen bei den Stadtwerken führt, dann haben wir Sorge, dass es auch die Stadtwerke in Mitleidenschaft zieht. Das wollen wir auch verhindern. Und deswegen sind hohe Hürden nicht zielführend. Bleiben wir bei den Stadtwerken und bei den Unternehmen. 70% sollen auf 7 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Inwieweit reicht denn das aus Ihrer Sicht, um die größten Ängste, die größten Sorgen zu zerstreuen? Das ist sicherlich eine starke Entlastung, genauso wie die Gaspreisbremse für die privaten Haushalte. Dennoch bedeutet es, dass immer noch Preissteigerungen getragen werden müssen. Der Staat federt mit diesen Vorschlägen noch nicht alles ab. Kann er auch gar nicht. Es sollen ja auch Anreize bleiben, Energie einzusparen, den Gasverbrauch zu reduzieren. Und wir werden uns dauerhaft an höhere Energiekosten gewöhnen müssen. Das gilt für die privaten Haushalte genauso wie für die gewerbliche Wirtschaft. Was ja immer noch nicht so ganz raus ist und auch heiß diskutiert wurde in den vergangenen Tagen und Wochen, wann gibt es das Geld oder ab wann? Von einer Abschlagszahlung im Dezember war immer wieder die Rede, dann erst wieder ab März. Was denken Sie darüber? Ja, wir gehen davon aus, dass jetzt zum Dezember die erste Entlastung kommt in der Höhe eines Monatsabschlages, ein Zwölftel des Jahresbetrages. Das ist schon sehr anspruchsvoll, dies auch umzusetzen, wenn die Gesetzgebung jetzt erfolgt. Bis Mitte November und Ende November müssen die Gelder bei den Versorgern, bei den Stadtwerken auf dem Konto sein, damit anschließend diese Entlastung auch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden kann. Aber wie gesagt, wir haben auch ein Interesse daran, dass es zu schnell wirksamen Entlastungen kommt. Denn schon jetzt ächzen viele Menschen und viele Unternehmen unter den gestiegenen Energiekosten. Und wir müssen davon ausgehen, dass es zum Jahreswechsel weitere Preissteigerungen geben wird, für die Entlastungen notwendig sind.
Die endgültige Stufe der Gaspreisbremse, die nach dem bisherigen Bericht der Kommission für März vorgeschlagen ist, die braucht einen höheren Vorbereitungsbedarf. Deswegen haben wir ausdrücklich gesagt, das geht nicht über Weihnachten einzuführen zum 1. Januar. Die Politik kann auch kein Interesse daran haben, etwas zu beschließen, was anschließend in der Praxis nicht funktioniert. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Herr Liebing, die Unternehmen, die ächzen. Kurzer Blick in die Unternehmen. Wie ist denn aktuell die Stimmung? Sie sind ja mit Sicherheit mit vielen im Gespräch. Wird das, was politisch diskutiert wird, als echte Hilfestellung empfunden? Einerseits ja, weil schon deutlich wird, dass hier hohe Milliardenbeträge mobilisiert werden zur Entlastung. Aber es ist ja noch viel Unsicherheit da, denn bisher gibt es lediglich Vorschläge der Gaskommission. Aber jetzt geht es ja um die politische Umsetzung. Dazu gibt es jetzt einen ersten Gesetzentwurf für die Hilfe im Dezember. Aber wie es danach weitergeht, wann und in welcher Form Entlastungen für die Wirtschaft kommen, das ist politisch ja noch längst nicht entschieden. Und deswegen können wir auch nur den Rat geben, jetzt schnelle Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen schnelle Entlastungen, schnelle Lösungen. Aber schnell geht es nur, wenn es einfach und nicht zusätzlich kompliziert gemacht wird. Was politisch dann letztlich entschieden wird, darüber berichten wir mit Sicherheit dann auch wieder hier bei Phoenix und sprechen vielleicht auch mit Ihnen noch mal darüber. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse.